Hallo, da sind wir wieder und ja, es geht weiter. Ich weiß nicht, wie kurz für euch die Pause war. Jedenfalls, ihr kennt ja tägliches Uploading und so. Wir sind Mission Nummer 1 bei Nord. Und wir haben jetzt schon wieder einen Trooper erledigt. Mein Gott. Die haben einen Trooper zerfallen hier, die Leute. Und die sollten mal ernsthaft mal ihre Motoren gucken oder ihre Mechanerie, ob die so ganz noch in Ordnung ist. Bei so vielen Troopers, die immer kaputt gehen. Hier wird man mit dem hier doch ein bisschen hergefahren. Ein bisschen erkundigen. Wenn er auch irgendwas findet. Wir sollen ja eigentlich bloß diesen einen Verräter töten. Oh, ha, ha, ha. Alle Mann, Attackierung des Wüstenjägers. So, und wir gehen rüber. Ach, sieh mal einer an. Ein Dorf. So. Und hier haben wir irgendwas Merkwürdiges. Ich werde mal hier mit den Leuten runtergehen, mit den Buggies. Die können hier in Ruhe das Dorf zerstören. Und wir gucken mal hier unten, ob hier irgendwas ist. Ups, das war eine Menütaste. Hier unten scheint dann doch nichts zu sein. Ich guck nochmal. Nein, ist hier nichts weiter. Also, Leute. Ach, auf jeden Fall kommen wir hier auch halt hoch. Dann werden sich unsere Leute, wie gesagt, hier ein bisschen um das Dörfchen kümmern. Das ist ein bisschen, naja, wie soll man es nennen? Ja, auch was vom Krieg miterlebt. Und wir gehen hier nochmal ein bisschen hin. Und da haben wir auf jeden Fall einen, den ich glaube, töten zu müssen. Ah, der hält auch was aus hier. Einsatzziel erreicht. Hey, 1 Minute 19 ist vorbei. Zumindest bei mir. 8 Minuten Zeit, Effizienz, 100% Führung, 45%. Und wir sehen ganz anderen Balken. Jetzt so Verluste, Not-GDI und das alles. Genauso wie Gebäude zerstören. Und deswegen, wir haben die erste Mission vorbei. Und es geht weiter mit Mission Nummer 2. Wir sind in Afrika. Nicht in Europa, sondern in Afrika. Nordfortschritte. Ja. Ein bisschen. GDI-Fortschritte. Müssen wir wohl doch ein bisschen was tun in diesem Kontinent, damit wir doch hier landen können. Und wir haben zwei Missionen, oben und unten, oder Möglichkeiten, deswegen wir nehmen unten. Ägypten, Bevölkerung, 856 Mission. Ich glaube, wohl, das ist trotz, auch wenn nur zwei Pfeile sind, nur eine Art von Mission. Bevölkerung, 56,3 Millionen Leuten. Entbehrlichkeit, 75%, na warum nicht? Hauptstadt Kairo, Regierungsform Republik, Regierung, 18% korrupt. Der Wert, 39,2 Milliarden, Krisengebiete, Al-Qaida. Stärke beachtlich, militärischer und militärischer Widerstand zu 82%. Hallo Zed. Schon wieder zurück? Ja, hallo Zed. Na gut, versuchen wir mal was Wichtiges. Ja, Zed. Also, seit allzu vielen Jahren schon halten GDI-Truppen Ägypten in ihrem Würgegriff. Es ist unsere Pflicht, dieses Volk zu befreien, das sich nach einem besseren Leben sehnt. Gerne, Zed. Kane will hier ein Bollwerk errichten gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Es ist aber zu riskant für unsere schweren Truppen, daher wirst du mit ein paar entbehrlichen Einheiten dort eine vorgeschobene Angriffsbasis errichten. Okay, Zed. Ach ja, dort liegt übrigens genug Tiberium rum, das du ernten kannst. Das sollte deine Unkosten decken. Danke, Zed. Natürlich. Wenn man dich entdeckt, hast du versagt. Und wer versagt, der stirbt. Genau so wie du, Zed. Oh, hab ich was verraten? Verdammt, bin ich spoilerlastig. Ja, diesen Screen kennen wir ja eigentlich schon. Ja. Wie dem auch sei, wir wollen weitermachen. Aber ich zeig's trotzdem noch zu Ende. Genau, bis jetzt. So, wir haben nicht so weit runter und rüber, sondern bloß hier links und rechts was. Und man hat uns von Tiberium geredet, welches hier in der Nähe sein soll. Deswegen werden wir ein bisschen die Trooper hier zerstören. Tiberium haben wir dann doch, oder? Hier haben wir auch noch ein bisschen Tiberium. Auf jeden Fall war das in der Mission, glaube ich, schon so, dass der Gegner eine Basis hatte, und zwar ganz hier hinten. Wir können ja schon mal eine Basis hier aufbauen. Hier haben wir auch nochmal Tiberium. Also Unkosten, wie gesagt, glaube ich nicht, dass wir uns so groß stürzen werden. Es wird auch nicht so sein, dass wir hier viel zu tun haben in der Mission. Wir greifen hier schon fleißig den Sammler an. Oha, 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 oha. Dann kommt zurück, meine kleinen Biester. Oh, ho, ho, ho.
Und das ist nicht der Weihnachtsmann, den ich gerade zitiert hatte, sondern einfach nur eine Tatsache, dass ich jetzt gerade mitbekomme, dass die Leute hier doch ein bisschen übler drauf sind, als ich gedacht habe. Und hier, greifen wir alle zusammen diesen kleinen Wüstenbuggy an. Wir können hier die Hand von Nod bauen. Mehr brauchen wir auch nicht. Kampfbuggy. Könnt schon mal gucken. Ich denke mal nicht, dass der Gegner uns jetzt groß erwarten wird mit irgendwelchen Einheiten. Hier schön attackieren auf die Troopers. So. Und können wir schon mal Wegpunkte verlagern? Ich weiß gar nicht, ob es eine Mission hier schon geht, wo möglich war. Wegpunkte zu verlagern. Ne, anscheinend nicht. Dann sei es dem so und wir nehmen doch doch vor, hier diesen kleinen Sammler zu zerstören. Und natürlich kommen jetzt alle hoch und wollen uns töten dafür. Zum Beispiel die hier. Ach, ist das nicht schön. So. Wir wollen weiter hier produzieren. Vielleicht baue ich nochmal ein Silo. So. Oha, kommen sie doch einigermaßen hier. Und deswegen, ich ziehe mir lieber hier rüber. Die wollen wahrscheinlich doch ein bisschen. Oh, haben sie meinen Buggy zerstört. So, zieht mal hier rüber, meine Leutchen. Wir kommen hier hin. Hier ist auch die Kaserne. Unsere Basis wird angegriffen, natürlich. Deswegen hierher mit dir. Ich weiß nicht, was du aber wieder angreifst, aber. So, wir gehen hier rein. So. So, oha. Produzieren jetzt aber schnell Einheiten. Dann werden wir uns doch hier einige Einheiten zusammenschustern, zusammenschrauben. So, ihr könnt mal hier ein bisschen dezimieren. Eigentlich haben die kein Geld mehr, weil ich deren Sammler zerstört habe, oder? Ich bin mir so, dass ich deren Sammler zerstört habe. Na gut, wir werden halt eine richtige große Armee bauen. Und wenn sie wollen, dann machen wir das halt so. Die können in der Zwischenzeit mit dem Weg hierher kommen. So, werden halt dezimiert. Und am besten, na, ich weiß gar nicht, ob die eine Bauhof haben. Aber es wäre gut, wenn wir dann versuchen würden, diesen auch gleich zu zerstören, nachdem wir deren schönen, ja, schöne Kaserne zerstört haben. So, Leutchen, gebt mal hierher. Weiter hier bauen. Wir haben noch so viele schöne Ressourcen, die wir verschwenden können. So. Natürlich kommen sie hier auch ordentlich an mit Einheiten. Schicken die alle irgendwie in dem Bereich. Ich hoffe ja insgeheim, dass da so ein bisschen Tiberium versteckt ist. Und die sich irgendwie ärgern. Oder wir setzen hier eine Patrouille ein. Wie gesagt, hier ist auch welche. So, wir werden auf jeden Fall das noch so weit treiben, bis wir keine Ressourcen mehr haben. Und dann schicken wir einfach mal alle los und dann sind wir glücklich. Weil ich glaube, so viele Einheiten, wie wir dann haben. Oh! Oh, 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 oh! Also, okay, die wollen halt so. Dann eben so. So. Hier, greift mal an. Können wir nicht auf uns beruhen lassen. So. So, kommt mal alle her. 6 Leute für die Basisverteidigung müsste ausreichen. Ich will die Mission eigentlich hier noch abschließen, bevor wir hier beenden. Da kommen sie auf jeden Fall an. Ich weiß noch nicht, wie sie lang laufen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Ach, aber wir haben schon wieder neue Ressourcen.
Das erfreut mich natürlich. Ich werde den hier mal ein bisschen wegschicken. Okay, dann kommt mal her. Greift mal an. Hier, Angriff. So, und wir laufen jetzt mal hier hoch. Wenn es geht. Naja, können sie noch nicht wirklich. Los! Und hier auch. Oh, sehr schön. So. Oder erstmal hier. Einen richtig schönen Sturmangriff. Wie wir sehen hier, mit den vielen Einheiten, die hier kommen, können wir auch die Gebäude richtig schnell zerstören. Da ist noch ein Bauhof. Und naja, die laufen hier trotzdem fleißig durch die Gegend rum. Und hier greift man an. So, haben wir zerstört deren Basis erstmal. Und jetzt müssen wir noch den Rest von der Schippe kehren. Ein bisschen nacharbeiten. Und ich hoffe, dass die, die jetzt noch auf uns zukommen hier unten, auch wirklich dann die letzten sind. Ja, Einheit verloren. Einsatzziel erreicht. Hey, 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 hey. Damit haben wir die zweite Mission in derselben Part erfüllt. Weil die letzte, ja, ein bisschen. Und ja, Wärmesicht. Was ist das? 5000 Meter Reichweite. Eine Basis. Das nimmt man nämlich eine Raffinerie. Hey, 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 hey. Sowas will ich gar nicht sehen. 15 Minuten haben wir gebraucht angeblich. Ja, ich spiele mit erhöhter Spielgeschwindigkeit. Wir unterbrechen das einfach mal alles jetzt. So, und wir sind hier ganz unten gewesen. So, dann schauen wir mal. Nächster Schlachtzug, Nordfortschritte. Ja, das ist super. Und GDI-Fortschritte. GDI-Fortschritte? Okay. Lokalisierung. Es geht weiter. Und zwar hier nach Libanon, oder? Nee, Sudan. Bevölkerung 28 Millionen, Entbehrlichkeit 50%, Hauptstadt Khartoum. Militärregime oder Government ist als Regierungsform. Korruptheit der Regierung über die Hälfte, 52%, Wert 12,1 Milliarden US-Dollar. Al-Abyid ist Krisengebiet, militärische Stärke respektabel, militärischer Widerstand nur 72%. Im Gegensatz zu Ägypten. Schätze, hallo, Zed. Kane wird zufrieden sein, wenn ich ihm von deinen Fortschritten berichte. Toll, Zed. Ein Wort von mir zu Kane bewirkt eine Menge in der Bruderschaft. Freut mich, Zed. Hinter diesen Mauern schmachten Freunde und Gefolgsleute der Bruderschaft. Befreie sie um jeden Preis. Okay, Zed. Erobere das Gefängnis, aber lass es dabei stehen. Okay, Zed. Heißt also, wir müssen einen Invasor reinschicken. Also im Teil halt noch kein Problem, weil, wie gesagt, komplettes Gebäude kann mit einem Invasor eingenommen werden, auch wenn es in 100%igem Zustand ist. Während es bei Alarmstufe Rot so ist, wenn wir es später sehen werden, dass wenigstens auf dem roten Bereich ein Gebäude sich befinden muss, bevor wir ihn, ja, ordentlich übernehmen können. Sonst machen wir nur Schaden, Invasor. Gut, wir wollen erstmal hier ein bisschen, wir haben Nordmods, die wir in der gegnerischen Mission oder von den Gegnern nie gesehen hatten. Und Nordmods haben eine coole Fähigkeit. Die werfen Raketen und können dadurch natürlich ordentlich Fahrzeuge angreifen. Und auch Flugzeuge. Wir haben hier unten Tibelium. Nach unten geht es nicht weiter groß, glaube ich nicht. Nordmods sind auch die schnellsten Einheiten von allen, soweit ich weiß. Können das in dementsprechend erkundigen, wie eine besenkte Speedy Gonzales Maus. Nur halt sind die Nordmods relativ schwach gegen Infanterieeinheiten, wie wir sehen werden. Ich werde mal hier ein bisschen Vorsorge treffen. Gut. Wir werden mit den Nordmods ein bisschen die Gegend erkundigen, wenigstens mit dem einen. Den anderen können wir hier noch verteidigen, genauso wie hier. Rex Zero Trooper haben wir zur Verfügung. Das ist ja super, vor allem wenn ich die jetzt alle auf einen Haufen setze. Okay, wir setzen noch einen kleinen Kampfbuggy mit hier runter, damit haben wir das auch noch erfüllt. Wir haben Ressourcen, aber nur ziemlich knapp welche, also
Und neue Bauoptionen haben wir auch. Wir haben hier Erdölvorkommen, wie es aussieht. Das lassen wir erstmal in Ruhe. Und mit dem Nordmod kann man leider keine Leute überfahren. Genauso mit den leichten Fahrzeugen. Dann können wir auch keine Menschen überfahren. Wir können auch keine Fahrzeuge überfahren. Was für ein Erkenntnis. Wir werden erstmal finden. Na. Da haben wir es, das Gebäude. So, wir haben die Einheit verloren. Drum sei es, passiert halt mal. Wir müssen mal gucken, wie wir am besten agieren. Ich weiß gar nicht, ob die Gegner schon was ordentlich zur Verfügung haben an Streitkräfte. Wir sehen, so viele sind es eigentlich nicht. Und ich werde meinen Kampfwagen mal ein bisschen hierher schicken. So, mit denen kann man natürlich auch ganz gut gegnerische Gebäude zerstören. So ein Buggy macht sich auf den Weg. Natürlich werden die Gegner schon Grenadiere haben, was uns ein bisschen ärgern wird. Aber gut, wir werden einen Invasor bauen. Der muss ja schließlich hier rein. Das ist ja seine Aufgabe. Ich weiß gar nicht, reicht es schon aus, wenn wir jetzt die Armee attackieren? Jedenfalls kommen jetzt schon wieder welche Einheiten hier lang. So, dich behalten wir mal auf der neuen, falls wir dich brauchen. Wir könnten natürlich wirklich versuchen, die Gegner hier alle in Schach zu halten mit irgendwas und dann Spaß an der Front einfach mal den Invasoren reinschicken, der natürlich enorm langsam ist, aber vielleicht mit etwas Glück einfach mal reinkommt. Wir haben Einheiten verloren, das ist ja nicht toll. So, zerstört mal hier. So. Auf jeden Fall haben sie noch ein paar Wüstenjäger, aber nicht mehr so viele. Die können wir weiter hier bauen. Ich werde hier auch mal sowas bauen. Okay, fertig. Ah, hier ein Grenadier. So. Wir werden ein bisschen Sturmtrupper weiterbauen. Und wir haben Energieniveau kritisch. Na gut, dann bauen wir nochmal ein Kraftwerk. Und eigentlich das Beste gegen Grenadiere ist einfach mal einen Sturmtrupper bei ihnen reinzusetzen. Können wir mal spaßenshalber einen reinsetzen, einfach mal reinschicken. Den Rest schicken wir mal hier hin. Stromli an. Okay, Verteidigung müssen wir jetzt hier belassen. Vielleicht schicken wir nochmal wirklich ein paar normale Sturmleute runter. Sturmgewehren. Dass sie auch hier gegen was anrichten können. Und hier schicken wir lieber... Ach, das ist ja der Ingenieur. Schicken wir lieber. Einheit verloren. Na, warum nicht? Kann ja mal passieren. Gut, dann werden wir mal hier ein bisschen Vorsorge treffen. Wir werden mal wieder Einheiten bauen, wie noch und nöcher. Und... Ja, das machen wir einfach, bis wir ja keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben. Und dann werden wir einfach mal losziehen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wir werden vielleicht nochmal gruppieren. Das ist das Einzige, was ich machen werde. Vielleicht warten wir nochmal kurz, bis der da reinkommt und nutzen die Fähigkeiten von ihm. Und ich sehe schon, wir haben schon wieder viel zu viel Zeit verpleppert. Ich sag mal, euch da noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.